sehen uns auch. Heidschuster.de. Was hat es mit dem Antigen von Professor Dr. Stöcker auf sich? Am Wochenende gab es eine große Polizeiaktion, wo dieses Antigen verimpft wurde und die Polizei hat das unterbunden. Was ist in den Augen von Herrn Stöcker der Vorteil von dieser Methode und wo sind die Gefahren und Risiken der aktuellen Methoden? Darüber habe ich ein Interview geführt mit dem Erfinder des Antigens und nachdem das letzte Interview schon gelöscht wurde auf YouTube und mein Kanal gesperrt wurde für mehr als eine Woche, deswegen gehen wir jetzt wieder ins freie Internet. Schauen Sie sich das Ganze an auf meinen Kanälen Rumble und Odyssey. Herr Stöcker, können Sie ganz kurz in einer Minute zusammenfassen, was Sie gesagt haben, so dass es YouTube nicht löscht? Sie wissen, wir leben in einer Zensurgesellschaft. Also vielleicht einfach, es ist gespenstisch. Was können Sie jetzt sagen, wo wir wissen, dass es nicht gelöscht wird und doch interessant ist für die Leser? Ich überlasse es Ihnen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, vielleicht ein Marmeladenrezept. Ja, ist gut. Also wir haben vor einer längeren Zeit, anderthalb Jahren, einen Impfstoff Omikron-Variante dann durchsetzen und damit wird dann auch sowas dann mit zu dem Impfstoff dazugemischt sein. Ja. Herr Stöcker, das wird YouTube zensieren. Die Zensur ist so schlimm. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ich muss es hier leider herausschneiden. Ich werde es nachher, nach dem eigentlichen Video werde ich es noch als Backstage bringen. Soweit sind wir schon. Aber glauben Sie mir, liebe Zuschauer, wenn da das herausgeschnitten werden musste, dann ist es auch interessant und gehen Sie mit mir rüber. Ich hoffe, Sie sind einverstanden, Herr Stöcker, weil wir haben beide nichts davon, wenn es zensiert wird, dann werde ich das hier rausschneiden und bringe es dann im eigentlichen Video als Backstage und ich hoffe, Sie machen dann auch noch ein kleines traditionelles Kochrezept im Backstage vom anderen Video, ja? Können wir das noch bekommen? Nachher, das machen wir dann im anderen Video, nicht auf YouTube. Wenn die uns schon nicht normal reden lassen, sollen sie auch kein Kochrezept bekommen. Ja. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns auf Heidschuster.de.